Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns auf Güstrow TV. Wir freuen uns, berichten zu dürfen, dass ab heute alle Mieterinnen und Mieter der Bützower Wohnungsgenossenschaften ebenfalls die Möglichkeit haben, über das Kabelfernsehen Güstrow TV zu empfangen. Nun ist der Dezember da und wir öffnen täglich ein Adventskalendertürchen für Sie. Freuen Sie sich auf kleine Geschichten, Backrezepte, traditionelle Weihnachtskunst, kuriose Fakten und vieles mehr. Und auch zu gewinnen gibt es in diesem Jahr wieder etwas für Sie. Schalten Sie täglich ein oder verfolgen Sie den Kalender auf Social Media. Zudem waren wir für Sie für einige Tage im Erzgebirge unterwegs und haben ein kleines Adventsspecial für Sie vorbereitet. Die Folgen sehen Sie immer von Samstag bis Dienstag bei uns. Freuen Sie sich drauf und schalten Sie ein. Beim Landkreis Rostock am Standort am Wall in Güstrow hat Landrat Sebastian Konstin in dieser Woche gemeinschaftlich den Weihnachtsbaum geschmückt. Macht euch bereit! Dieses Lied sangen die Kinder der Kita Storchennest aus Hoppenrade, als sie am Dienstag dieser Woche im Foyer des Kreishauses den etwa 7 Meter hohen Weihnachtsbaum begonnen haben zu schmücken. Sie hingen selbstgefertigte Sterne und Engel daran. Außerdem waren Kinder der Kita Zwergenhaus und der Kita Weinbergschnecken gekommen, um den Baum zu verschönern. Landrat Sebastian Konstin nutzte die Gelegenheit, um selbst mit Hand anzulegen. Wir machen das ja jetzt schon einige Jahre, dass wir die umliegenden Kindergärten und Horte anschreiben, ob die Interesse haben, was zu basteln und mit uns gemeinsam den Weihnachtsbaum zu schmücken. Und na klar macht man auch als Erwachsener gerne mit. Die Kinder haben einfach Riesenspaß und es ist auch schön, jetzt in der Vorweihnachtszeit eben auch dieses Gefühl von Weihnachten schon zu erhalten. Glückliche Kinder, einfach viel Spaß gemeinsam haben. Und da bin ich einfach gerne dabei. Die Zeit nehme ich mir heute. Sicherlich nicht den ganzen Tag, aber eine Stunde werde ich hier sein und mich auch ein bisschen mit den Erzieherinnen und Erziehern unterhalten. Die ganz Mutigen stiegen selbst auf die Leiter, um den Schmuck anzubringen. Jede Gruppe hatte andere Ideen umgesetzt. So wurde es ein bunter Weihnachtsbaum. Auch Sozialdezernentin Anja Kerl war mit dabei. Die Weinbergschnecken hatten kleine Zapfen verschönert. Das wird sich ja auch die Mitarbeiter der Kreisverwaltung freuen. Auf jeden Fall. Also ich habe eben schon auf dem Flur oben die Mitarbeiter gehört, die sollen auch mal runtergucken und sich auch darüber freuen, dass die Kinder hier so viel Spaß haben und wir gemeinsam irgendwie auch Freude teilen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig in der aktuellen Zeit. Nach getaner Arbeit durften sich die Kinder stärken, bevor sie sich wieder auf den Weg zu ihrer Kita machten. Insgesamt beteiligten sich 9 Kindertagesstätten und Horte an der Aktion. Ein zweiter Baum stand übrigens vor dem Kreistagssaal, so hatten alle Beteiligten genügend Möglichkeiten, um ihre Basteleien anzubringen. Wissen Sie eigentlich, was am 3. Dezember 1992 passiert ist? Nein? Da wurden die weltweit ersten Weihnachtsgrüße in Großbritannien per SMS versendet. Der Ingenieur Niall Papworth schickte eine kurze Botschaft mit Merry Christmas an das Handy eines Managers des britischen Telekommunikationsunternehmens Vodafone. Papworth tippte den Text auf dem Computer, da die damaligen Mobiltelefone dafür noch nicht ausgerüstet waren. Sind Sie schon einmal auf dem Berlin-Kopenhagen-Fahrradfernweg unterwegs gewesen? In dieser Woche wurde ein frisch saniertes Teilstück davon wieder für den Verkehr freigegeben. Der 650 Kilometer lange Radfernweg Berlin-Kopenhagen verläuft auch durch den Landkreis Rostock und auch durch die Stadt Bützow führen ein paar Kilometer. An der Wolker Chaussee wurden nun rund 625 Meter des Radweges saniert. Der Bürgermeister der Stadt Bützow, Christian Grüschow, hat gemeinsam mit Romuald Bittel, dem Dezernenten für Bau und Wirtschaft des Landkreises Rostock, das Band durchgeschnitten und damit diesen Teil des Radweges freigegeben. Die europäischen Radfernwege sind für Bützow generell wichtig, nicht nur für Bützow, sondern auch für die Region, für unser Amt. Und es ist eine Strecke, von der wir uns jetzt, oder über die wir uns jetzt freuen, dass wir sie jetzt fertig haben. Musste ja relativ schnell gehen, durch die Fördermittel kurzfristig kam und es ist eben gut, dass wir es dieses Jahr noch über die Bühne gebracht haben. Und wie man so sieht, fährt auch der Einradfahrer hier, auch wenn es kalt ist und Minusgrade sind. Ja, ist Bestandteil unseres Radwegekonzeptes, was wir im letzten Jahr gemacht und dieses Jahr beschlossen haben. Und vorher hoffen wir natürlich, dass das auch so weitergeht. Das Radwegekonzept der Stadt Bützow sieht vor, dass in den nächsten Jahren die Radwege in der Stadt ausgebaut werden, damit zum Beispiel Pendler, Schüler, aber auch Touristen bequem und sicher durch die Stadt fahren können. Dieser Teil des Radweges ist mit finanzieller Unterstützung des Landkreises Rostock saniert worden. Dafür hatte die Stadt Mittel aus dem Programm mit dem sperrigen Namen Richtlinie zur Förderung touristischen Radverkehrs Landkreis Rostock eingeworben und bewilligt bekommen. Insgesamt kostete die Sanierung gute 243.000 Euro. 95% davon kamen als Fördermittel vom Landkreis. Romuald Bittel beschreibt den touristischen Wert des Radweges.
Ja, wir sind ja tatsächlich Tourismusland und der Radverkehr hat eine hohe Bedeutung bei uns im Land und die Bedeutung nimmt auch immer mehr zu. Insofern ist es natürlich wichtig, dass wir, um unseren Gästen etwas bieten zu können, Wege ausweisen, die wirklich optimal für den Radverkehr genutzt werden können. Und das ist genau so ein Beispiel hier mit einer Breite von 3 Metern, sodass wir auch Begegnungsverkehr haben können, dass auch E-Bikes hier drauf fahren können. Also so stellen wir uns dann eigentlich den optimalen Fahrradweg vor. Gelingt uns nicht überall, aber man muss eben immer wieder stückchenweise, soweit die Möglichkeit besteht, soweit Geld vorhanden ist, tatsächlich auch umsetzen. Das ist hier gut gelungen, das passt. Nach und nach möchte der Landkreis in Zusammenarbeit mit den Kommunen den Radfernweg Berlin-Kopenhagen weiter ausbauen bzw. wo es nötig ist, sanieren. Der Landkreis versucht dafür Fördermittel vom Land und vom Bund zu bekommen. Es ist aber eine Aufgabe, die viel Geduld benötigt. Ganz fertig ist dieser Abschnitt des Radweges allerdings nicht. Für das Aufbringen der Deckschicht wurde es zu kalt. Diese Arbeiten werden dann im Frühjahr ausgeführt. Aufgrund des Weihnachtsmarktes am ersten Adventswochenende ist der Schlossplatz voll gesperrt. Die Sperrung besteht bis Sonntagabend 18 Uhr. Die Umleitung führt in die gegenläufige Fahrrichtung durch die Rühner Straße. Nutzen Sie für Ihren Besuch und Ihr Weihnachtsshopping in Bützow die ca. 140 kostenfreien Parkplätze am Rühner Tor und am Alten Hafen. Zusätzlich können Sie ab dem 1.12. bis zum 1.1. wieder kostenfrei in Bützows Innenstadt parken, in der Langenstraße, der Schlossstraße, am Markt, Breite Straße und am Ausfall. Aber es gilt, benutzen Sie eine Parkscheibe und beachten Sie bitte die Höchstparkdauer. Hier geht es weiter mit unseren Kulturnews. Willkommen zu den Kulturnews. Am 4. Dezember um 16.30 Uhr referiert Professor Dr. Karl Meißner über die Geschichte und Lebensart der Isländer in literarischen Quellen im AWO FFLZ. Der Vortrag beleuchtet den zweitgrößten europäischen Inselstaat im äußersten Nordwesten, bekannt für seine faszinierende Vulkanlandschaft. Und als kleine Einstimmung in die Vorweihnachtszeit veranstaltet das AWO FFLZ einen Tag später, am 5.12., einen Adventsmarkt. Von 10 bis 15 Uhr können Sie zwischen gestrickten Socken, kleinen Gestecken und Basteleien, Eierlikör, internationalen Köstlichkeiten und vielem mehr stöbern. Im Café werden Sie mit Kaffee und Kuchen versorgt. Am 7.12. findet die nächste Ausgabe des Netzwerk-Events 12 Minutes Me im Studio 2 statt. Wolfgang Schmidt wird den Original Güstrower Kniesenack e.V. vorstellen und die Geschichte des Güstrower Bieres erzählen. Heiko Grunzig spricht über Erlebnisse aus seiner Zeit als Reiseleiter und was er in der Güstrow-Information erreichen möchte. Und Markus Wieding erklärt, warum fitte Vögel flotter fliegen und wie es dazu kam, dass er heute Vogelfutter in Güstrow produziert. Leiser Schnee und bunte Lichter verleihen der Welt eine friedliche Vorweihnachtsstimmung. So auch der Chor Die Brücke. Unter der Leitung von Matthias Knappe läuten sie nämlich die festliche Zeit mit einem traditionellen und fröhlichen Weihnachtskonzert ein. Die Konzerte finden am 9.12. um 17 Uhr im Güstrower Ernst-Barlach-Theater und am 17.12. um 17 Uhr in der reformierten Kirche in Bützow statt. Karten für Güstrow sind bereits erhältlich. Für Bützow wird es an der Abendkasse ab 16.30 Uhr Karten geben. I don't want French fried potatoes, red ripe tomatoes, I'm never satisfied. I want the frim-frim sauce with the us and fay, with Shavafa on the side. Seeing lovers do the thing, ooh, 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 that's the time, yeah. I feel like making love. Buzzer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off of his back, but the monkey grabbed his neck and said, hey, listen, Jack, straighten up and fly right. I'm in a little bit of trouble, and I'm in real deep. From the beginning to the end, he was no more than a friend.
carousel. This beat's too much to stop. One second I'm thinking I'm feeling the lies, and then I feel alive. Who that man is like a flame, and who that man plays it like a game. My only sin is I can't win. Oh, I wanna love that man. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're willkommen beim Sport. In dieser Woche erschien bereits die 15. Ausgabe der Güstrower Sportchronisten. Im Güstrower Bildungshaus präsentierten die Sportchronisten der Barlachstadt das Ergebnis ihrer Arbeit des zu Ende gehenden Jahres. Das 15. Heft, das nun erschienen ist, beinhaltet wieder interessante Fakten und Geschichten aus der Güstrower Sportgeschichte. Dabei ist es immer wieder verwunderlich, wie es die 6 Vereinsmitglieder schaffen, Jahr für Jahr eine so hochwertige Publikation herauszugeben. Die Themen, die wir haben, die zum Beispiel bleiben wir mal im Schwimmen. An diesem Thema Schwimmen, da beschäftigen wir uns viele Jahre schon durch. Und wir haben jetzt vor kurzem haben wir wieder etwas Material bekommen. Und so haben wir im Laufe der Zeit immer etwas mehr bekommen, sodass wir jetzt gesagt haben, wir machen jetzt zum Beispiel den Bericht über Schwimmen. Oder sagen wir über die Arbeit der Turnverein. Das ist so vielfältig, eigentlich sehr vielfältig, aber es gibt wenig Unterlagen, weil dieses Material nicht in der Güstrower Zeitung erschienen ist. Und das sind Zeitungen erschienen, die sozialdemokratisch oder kommunistisch waren. Und diese Zeitung haben wir ja nicht im Archiv. Obwohl ansonsten buddeln wir im Archiv und haben dort einen regen Anteil daran. In Heft 15 wird die Entwicklung des Faustballs in den Jahren 1991 und 2006 betrachtet. Interessant ist, wie die in Güstrow traditionelle Sportart nach der Wende mit den neuen gesellschaftlichen Verhältnissen zurechtkam. Erstmals betrachten die Chronisten den Schwimmsport in der Barlachstadt. Sie fanden erste Belege dafür aus dem Jahr 1877. Die Güstrowerin Helga Zimmermann erinnert sich an ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen von 1964 in Tokio. Erstmals beschäftigen sich die Chronisten mit der Sportart Ringen. Diese Disziplin gehört zu den ältesten Sportarten überhaupt, schlief aber in der Barlachstadt nach der Wende leider ein. Und schließlich wird in dem Heft auf die 4-jährige Zeit des Quattro-Volleyballs eingegangen, das oft an Schulen gespielt wurde. Nach dem 15. Heft ist vor dem 16. Heft. Wird es Ende 2024 wieder eine Broschüre zum Sport in Güstrow geben oder gehen den Chronisten allmählich die Themen aus? Themen eigentlich nicht, aber jetzt geht es so, diese ganze Suche in den Archiven, die ist ja ziemlich erschöpft. Es kommt zwar immer noch ein bisschen dazu, weil wir immer noch einen Mitarbeiter haben, einen Sportfreund, der da arbeitet, aber wir müssen mal sehen, wir werden einige Themen weitermachen. Zum Beispiel über den Männerturnverein können wir das weitermachen und dann schauen wir mal nach, wo noch Reserven sind, wo wir noch was machen können. Also man muss sich darauf verlassen, dass wir vielleicht auch im Laufe des Jahres durch den einen oder anderen Material bekommen, dass wir dann mit einfließen können oder vielleicht auch ganz neue Anregungen bekommen. Deswegen wäre es immer gut, wenn der ein oder andere zu Hause nochmal nachschaut, ob er uns etwas anbieten kann. Das aktuelle Heft ist ab sofort erhältlich. Vielleicht kann damit dem einen oder anderen Sportfreund eine Nikolaus-Überraschung gemacht werden. Herzlich willkommen im Hagebaumarkt Güstrow. Mein Name ist Wilfried Minnig und heute melde ich mich einmal aus unserer reich gefüllten Gartengeräteabteilung, getreu dem Motto, ihr habt den Garten und wir das Werkzeug. Wir haben das Werkzeug, was ihr braucht, und zwar von den Marken Fiskars, wir haben Wolf-Gartengeräte, wir haben Gardena und wir haben auch unsere tolle Eigenmarke Mr. Gardener. In dieser langen Regalwand findet ihr so ziemlich alles, was das Gärtnerherz zum Höherschlagen bringt. Ich möchte mal was ganz Tolles zeigen. Vielleicht der Tipp des Gartenmeisters, der höhenverstellbare Spaten von Fiskars. Das kennen die wenigsten, aber ist ein tolles Gerät. Ganz sauber, passt an jede Körperform. Große Menschen, kleine Menschen,
Ihr werdet ihn lieben. Dazu unsere tollen Gartengeräte von Wolfgarten. Wer die schon mal hatte, wird sagen, es gibt kaum was Besseres. Die haben das tolle Klicksystem. Wie es sich anhört, einfach mal klick. So geht das, ruckzuck, kein Schrauben, kein Sammeln, einfach nur raus und fertig. Das gleiche gibt es auch von Gardena, macht auch riesig Spaß. Ich kann euch nur sagen, wenn der Garten euch ruft, dann kommt ihr mit dem besten Werkzeug aus dem Hagebaumarkt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Willkommen beim Wetter. Heute Abend wird die Sicht durch Nebel eingeschränkt bei Temperaturen von minus 8 Grad. Auch in der Nacht ist es neblig trüb bei Werten um die minus 6 Grad. Und der Nebel begleitet uns auch am Samstagmorgen bei Temperaturen um die minus 4 Grad. Im weiteren Tagesverlauf ist der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen bei Werten zwischen minus 3 und maximal minus 1 Grad. In der Nacht bleibt es bewölkt, die Sterne sind aber vereinzelt zu sehen bei Temperaturen von minus 6 Grad. Am Sonntag ist es tagsüber ebenfalls bedeckt bei Temperaturen von minus 6 bis maximal minus 2 Grad. In der Nacht überwiegt ebenfalls eine dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken bei Werten von minus 3 Grad. Hier geht es weiter mit unserem ersten Adventskalendertürchen. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß. Im Anschluss gibt es dann eine neue Folge im Fokus Aktuelle Themen im Talk. Willkommen in der Steakcraft. Ich bin Stefan Pistol, euer Fleischermeister, und ich zeige euch mal, was es hier alles gibt. Wir haben eine riesen Auswahl an regionalem Fleisch aus Mecklenburg-Vorpommern, alles in Bio-Qualität, aber natürlich darüber hinaus auch Spezialitäten aus der ganzen Welt. Wir haben Iberico-Schwein aus Spanien und wir haben natürlich auch japanisches Wagyu-Steak. Also wir haben für alle was, ob Hobbykoch oder Profigriller. Und natürlich die passenden Spirituosen, Gewürze und natürlich auch die richtige Pfanne. Also, kommt vorbei!